Einen schönen guten Tag hier im Schlosspark von Toledo. Wir werden heute einen kleinen Streifzug durch unsere diesjährige Ausstellung machen. Wir und 25 EU-Jahre. Ich selbst bin geschäftsführender Obmann des Bezirksheimathausvereins und führe eben auch durch unsere Ausstellung, die in den Räumlichkeiten des Kulturama Schloss Toledo untergebracht ist. Hier im Schlosspark sind auch einige Exponate, die zur Ausstellung gehören. Wir haben hier Türstöcke seit vielen Jahren in Verwendung. In diesem Fall sind es Motive von wunderschönen Sehenswürdigkeiten in der EU. Wir besuchen jetzt den Schlossinnenhof, einen wunderschönen Renaissancehof, den wir mit den Flaggen aller EU-Länder geschmückt haben und einigen weiteren Informationen. Und darunter befinden sich die Schautafeln des Österreichischen Naturschutzbundes über das sogenannte Grüne Band. Das Grüne Band Europas zieht sich über mehrere tausend Kilometer von Norden nach Süden und ist im Prinzip das Gebiet des früheren Eisernen Vorhangs. Wir haben hier drei Beispiele, wo die EU auch Schulprojekte fördert. Das Gymnasium Dachsberg ist offizielle EU-Botschafterschule und hat immer wieder Aktionen gemeinsam mit den Stellen der EU. Zum Thema frühere Grenzen, Grenzziehungen und wie grausam Grenzen sein können, haben wir hier einen handbeschnitzten Spazierstab, der nachweislich aus dem Jahr 1945 stammt. Es war die Zeit der Mühlviertler Hasenjagd und einer der über 500 entsprungenen Häftlinge aus dem KZ Mauthausen hat sich dann im Grenzbereich auf tschechischer Seite in ein kleines Bauerndorf flüchten können. Einer der Bauern hat ihm Unterschlupf gewährt. Untertags musste der entflohene Häftling allerdings seine Zeit im Wald verbringen. Und in dieser Zeit hat er dann diesen Stock beschnitzt mit Motiven über seine Gastfamilie. Ein sehr wichtiger Teil der Europäischen Union ist meines Erachtens der Teil, in dem die Religionen Platz finden. Und wir haben versucht, Stücke, interessante Stücke von Teilen der großen Weltreligionen zu finden, die auch die Vielfalt, die religiöse Vielfalt in der EU dokumentieren. Ein wunderbares Beispiel von Städtepartnerschaften, die sogar länger andauert als die EU alt ist, haben wir hier, den Verbrüderungseid, 50 Jahre Verbrüderung, Bad Schalabach-Coxide in Belgien. Heute dauert diese Städtepartnerschaft inzwischen schon mehr als 65 Jahre an. Es geht weiter zum Schilling-Bereich, die Währung, die wir hatten, bevor wir den Euro bekommen haben. Der Seemann auf dem Aluminiumschilling ist genauso zu sehen wie Groschenstücke und natürlich dann die modernen Münzen der EU, 1-Euro, 2-Euro-Münzen, die jeweils auf der Rückseite ein Motiv des Ursprungslandes, des Produktionslandes haben. Und auf dem großen Monitor sehen wir hier jeweils diese Rückseiten der einzelnen Länder im Durchlauf. In diesem Teil gibt es dann noch Exponate, die sehr beeindruckend sind, die von regionalen Firmen produziert werden und die im gesamten EU-Bereich für Aufsehen sorgen. Den Abschluss der Ausstellung bilden hier zahlreiche Motive, die entlang der Donau zu finden sind und der offizielle EU-Film, der zeigt, wie hart damals der Eintritt Österreichs in die EU verhandelt wurde. Herzlichen Dank fürs Zusehen und ich freue mich auf euren Besuch.